Automotor und Sport, Autokatalog. Der gehört quasi seit meiner Jugend zu meiner Pflichtlektüre, weil er eben sehr schnell einen Überblick über die komplette Autowelt bietet. Ja, heutzutage auch noch auf Papier, aber ich kann euch sagen, das ist in diesem Fall ziemlich praktisch. Und weil in diesem Katalog auch einige Exoten drin sind. Also Autos, die du in Deutschland nicht kaufen kannst, aber wo du dir denkst, Mensch, das wäre doch ein Auto, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und deshalb reden wir heute über Autos, die ich mir auch in Deutschland vorstellen könnte oder gerne hätte. Es gibt natürlich auch ein paar Autos hier drin, das ist ganz gut, dass wir die nicht auf unserem Markt haben. Und jetzt legen wir los. Und ich sage euch was, das wird gut. Chinesische Langversionen. Und dafür stehen jetzt exemplarisch Audi A3 und Q5. Die gibt es auf dem chinesischen Markt nämlich als L-Version, also mit gestrecktem Radstand. Und zwar deutlich gestrecktem Radstand. Und sie zeigen eine Besonderheit des chinesischen Markts. Ja, die Chinesen sind immer noch im Schnitt kleiner als wir Europäer oder Deutschen. Männer zum Beispiel 1,75 Meter in China und wir deutschen Männer sind im Schnitt 1,80 Meter groß. Aber trotzdem mögen die Chinesen lange Autos, vor allem im Fond mit viel Platz. Woran liegt das jetzt? Hat zwei Gründe. Zum einen Status. Länge ist einfach dort wahnsinnig wichtig und wenn du da mit einem langen Auto ankommst, dann bist du einfach wichtiger. Und gerade so ein A3 oder Q5 sind natürlich Autos, die in der Mittelschicht gefahren werden dort. Auch man kann schon fast sagen obere Mittelschicht. Und da willst du schon ein bisschen was zeigen bei deinen Autos. Und die Chinesen lassen sich gerne chauffieren. Auch in dieser Klasse sitzen die gerne hinten und lassen sich fahren. Und da brauchen sie besonders viel Platz, weil Platz nun mal eben Luxus ist. Da kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht. Es ist halt nun mal so, ich fände es nur für den europäischen und für den deutschen Markt interessant, wenn man auch zum Beispiel einen Q5 anbieten würde mit einem längeren Radstand, damit etwas mehr Platz im Fond hat, weil das ist nicht unbedingt seine Stärke und sich nicht unbedingt einen Q7 kaufen muss, sondern das Ganze auch mit einem Q5 eben in Langversion funktioniert. Kann ich jetzt übrigens auch nicht nur auf Audi übertragen, sondern es gibt ja auch Langversionen von BMW, Mercedes und Co. Chevrolet Bolt. Der Name kommt einem irgendwie bekannt vor, denn das Auto gab es ja im Grunde genommen schon mal auf dem deutschen oder besser gesagt europäischen Markt. Damals hieß er aber noch Opel Ampera E. Und damals war ja auch noch Opel bei GM untergebracht. Das Ganze wurde ja dann getrennt und damit ist auch der Opel Ampera E auf dem europäischen Markt gestorben. In Amerika wird immer noch ganz fleißig der Chevrolet Bolt verkauft. Und der Ampera E damals war kein schlechtes Auto. Der hatte schon relativ früh einen großen Akku, war also schon in Tesla-Dimensionen, 60 Kilowattstunden damals. Und ich bin mit dem Auto auch selbst schon mal über 600 Kilometer gefahren. Wobei, Vorsicht, das war eine sehr, sehr langsame Fahrt, möchte ich so auch nicht nochmal wiederholen. Aber hat gezeigt, dass das Auto relativ effizient war und mit seinem Akku auch eine ordentliche Reichweite rausholen konnte. Aber es gibt ihn eben nicht mehr auf dem deutschen europäischen Markt. Und jetzt gibt es eine neue Version vom Chevrolet Bolt. Der Akku ist ein bisschen größer geworden, 65 Kilowattstunden. Das Auto ist insgesamt günstiger geworden, 5000 Dollar günstiger als die Vorgängerversion. Ist auch schon mal ziemlich beeindruckend. Und die Reichweite soll jetzt sogar nominell über 400 Kilometer unter realistischen Bedingungen gerutscht sein. Klingt alles gut, es gibt das Auto aber nicht bei uns. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Auto bei uns auch wirklich gut funktionieren würde. Ich gebe ehrlich zu, damals habe ich mich gefreut, dass es eben nicht nur ein Tesla Model 3 gab, sondern auch von anderen Herstellern ein Auto mit einem relativ großen Akku zur damaligen Zeit und einer ordentlichen Reichweite. Und ich kann mir vorstellen, dass der Chevrolet Bolt in der aktuellen Version mit dem größeren Akku und dann auch noch günstiger in Europa durchaus eine Chance hätte. Woran sie definitiv arbeiten müssen, ist aber die Ladeleistung. Die lag nämlich beim alten Opel Ampera E bei nur 55 Kilowatt einer Gleichstrom-Schnellladestation. Und das ist natürlich ziemlich zäh, wenn du dort lädst. Da musst du heutzutage mit dreistelligen Werten kommen. Immerhin haben sie jetzt die Ladeleistung an einer klassischen Wallbox auf rund 11 kW aufgebohrt. Damit kann man was anfangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Auto bei uns funktioniert. Günstiger, mehr Reichweite, vielleicht drehen sie auch noch ein bisschen an der Ladeleistungsschraube. Ford Bronco. Das ist ja nun wirklich ein Geländewagen mit einer sehr, sehr langen Historie. Fängt ja schon in den 60er Jahren an und ist ein Kult-Geländewagen. Und Ford hat ihn eine Zeit lang auf Eis gelegt und jetzt eben wieder gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die ersten Fotos von dem Auto gesehen habe, habe ich gedacht, wow, sieht richtig gut aus. Und als ich ihn dann in Natura gesehen habe, in Amerika, ich durfte ihn dort ausführlich fahren, war ich schon ein bisschen
schockverliebt. Jetzt kann man drüber streiten, ja, ist jetzt nicht rein elektrisch, fing an mit einem Vierzylindermotor. Inzwischen gibt es zumindest einen V6-Motor, den bin ich auch gefahren, und einen V8-Motor, den man sich so typisch bei so einem Auto erwartet und auch bei gerade einem Ford in der Dimension erwartet, den gibt es nur in der speziellen Rennversion. Aber er ist schon wirklich ein beeindruckendes Auto. Mir hat der V6 2,7 Liter Turbo sehr viel Spaß gemacht, hat auch einen schönen kernigen Sound gehabt. Aber was mich an diesem Auto vor allem beeindruckt hat, wie er im Gelände funktioniert hat. Ich habe die First Edition Variante gehabt, Sasquatch Ausstattung. Das ist eine spezielle Offroad-Ausstattung, wo alles mit drin ist. Das sind 35 Zoll Räder, solche All-Terrain-Dinger sind da drauf. Er hat sperrbare Differentiale, Vorder- und Hinterachse. Er hat einen entkoppelbaren Stabilisator, um die Verschränkung nochmal zu verbessern. Der Bronco hat noch eine besondere Spezialität, und zwar den sogenannten Trail Turn Assist. Normalerweise ist der Wendekreis bei so einem Auto hier relativ groß. Können wir uns mal angucken. Er ist ja kompakt von den Abmessungen, aber wir gucken uns mal den normalen Wendekreis an. So, ich schlage jetzt mal voll ein. Ja, brauche ich schon ein bisschen Platz hier. Und da kann es halt auf dem Trail schon mal ein bisschen eng werden. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, der Wendekreis wird schon ziemlich groß. So, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, den Wendekreis deutlich kleiner zu machen, indem man einen Bremstrick ausnutzt. Ich aktiviere das mal hier. Das ist der Trail Turn Assist. Und jetzt wird er das kurveninnere Rad hart abbremsen und dann dreht sich quasi das Auto drumherum. Wie das aussieht, könnt ihr euch mal angucken. So ein viel kleinerer Wendekreis macht tierisch Spaß. Klar geht's aufs Material, aber hier auf dem losen Untergrund kann man das machen und ich finde es richtig gut. Er ist wirklich knackig von seinen Dimensionen. Ja, ein bisschen länger als 4,40 Meter, also eher so noch fast ein Kompaktwagen-Dimension, was auf dem Trail auch cool ist. Und ich fasse es mal zusammen, es ist ein wirklich kultiges Auto, der Offroad unglaublich viel kann. Der Berg ruft und ich fahre jetzt mal im, ich würde mal sagen, Offroad-Versager-Modus los. Ich bin nämlich noch im Zweirad-Modus, das heißt nur Hinterradantrieb. Normalerweise würdest du das nicht machen, aber ich will einfach mal zeigen, was passieren würde, wenn man nur die Hinterachse angetrieben hat und wie weit er dann kommen würde. Ach, so schlecht macht er das gar nicht, ehrlich gesagt. Er kommt relativ weit. Komm, gib alles. Ah, die Kuppe ist hart. Na, komm. Nee, jetzt ist Ende. So, jetzt muss ich in Allrad wechseln. Da muss ich jetzt in Neutral gehen. 4L. Shift in Progress. Na, Shift Delayed. Das habe ich mir fast gedacht, das ist ihm jetzt zu steil hier. Ich muss noch ein kleines Stück zurück. So, ein kleines Stück zurück. So, nochmal ein Stück. Shift to Neutral. Shift in Progress. Und er hat es geschafft. Sehr gut. Ja, das muss man dann im Gelände dann einfach mal manchmal in Kauf nehmen, dass das ein bisschen länger dauert. Und jetzt Allrad. Und dann zieht er sofort los, ist das krass. Ich habe noch nicht mal die Differenziale gesperrt und ab geht's. Ey, was eine Kletterziege hier. Geil. Gut gemacht, mein Pferdchen. Ist noch nicht mal ansatzweise alles drin, was er hat. Also das ist nicht bloß ein Show-off-Offroader, sondern das ist richtig beeindruckend, was er da leistet. Und er einfach einen tollen Coolness-Faktor hat, weil das Auto sehr lecker aussieht. Problem an dem Auto ist, es gibt ihn nicht offiziell in Deutschland. Klar, es gibt Importeure, die ihn von Amerika rüberbringen, zum Beispiel Geiger in München macht das, aber Ford bietet ihn offiziell nicht an. Die Begründung ist wahrscheinlich relativ einfach, die haben Angst um ihre CO2-Grenzwerte, weil wenn die mit dem Auto nach Europa kommen und der verbraucht jetzt nicht wirklich wenig, dann torpediert das halt wieder die CO2-Grenzwerte und deswegen schenken die sich das gerade, ist aber trotzdem schade, weil das Auto klasse aussieht, wirklich Spaß macht im Gelände, echt was kann, aber er kostet natürlich ein paar Euro. In der Variante, wie wir ihn hatten, fast 60.000 Dollar und dafür kriegst du ihn gerade in Amerika nicht. Der wird gebraucht sogar noch höher gehandelt. Rein emotional würde ich mir das Auto gern in Europa wünschen. Was ich mir übrigens nicht wünschen würde, ist der Bronco Sport. Ja, der heißt auch Bronco, aber sieht wirklich komplett anders aus, ist deutlich ziviler. Und ich muss auch beim normalen Bronco sagen, wenn der zu zivil ausgestattet ist, dann sieht der auch nicht mehr so mega kultig aus. Der braucht schon ein bisschen seine Reifen und sein Offroad-Feeling, damit das Auto cool rüberkommt. Und das fehlt mir beim Sport dann doch sehr. Ja, auch die Kultigkeit. Ist ja wichtig. Auch für mich. FAW Honky
S9. Das klingt jetzt wirklich wie irgendeine kleine Transportkutsche irgendwie für Shanghai oder Peking. Es klingt nach allem bloß nicht nach einem Supersportwagen. So, und jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Und, was sagt er? Krass. Und es sieht vor allem echt nicht schlecht aus. Also das ist wirklich ein Gerät, kann man schon sagen. Und es sieht so aus, als wäre es von einer italienischen Supersportwagenschmiede entwickelt worden und vor allem designt worden. Und da fragt man sich wieder, hat der Chinese das mit dem Design endlich gelernt? Nein, dieses Auto ist von Walter de Silva gemacht worden. Genau, der ehemalige Chefdesigner von Audi, der bei Audi nun wirklich, das kann man so sagen, eine Ära von echt hübschen Autos eingeleitet hat. Und der arbeitet jetzt eben unter anderem für den chinesischen Konzern FAW. Und die haben es einfach mal richtig krachen lassen. Also 2019 haben sie das Konzept vorgestellt von diesem Supersportwagen Plug-in-Hybrid mit einem V8-Verbrennungsmotor und, festhalten, 1420 PS. Das Auto soll in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Da muss man immer ein großes Fragezeichen dran machen. Ich habe das ja in verschiedensten Videos schon erklärt, dass es da unterschiedliche Messmethoden gibt. Egal wie, es ist sehr viel Leistung und eine sehr schnelle Beschleunigung. Und er soll auch über 400 km/h gehen, quasi in Bugatti-Dimensionen. Was für mich wichtig ist, es ist ein besonderes, ein einzigartiges Auto, das eben auch ein tolles Design hat. Gibt es aber nicht in Europa. Sollen auch nur 99 Stück davon produziert werden. Und das ist besonders interessant, nicht in China, sondern in Modena, Italien. Nissan Leaf Nismo. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass die Verdienste von Nissan, speziell mit dem Leaf, um die frühe Elektromobilität fast ähnlich hoch sind wie die von Tesla. Man war sehr, sehr früh schon mit einem vollwertigen Auto auf dem Markt, das eine gewisse Reichweite geboten hat und hat eine Zeit lang sogar mehr Autos verkauft als zum Beispiel Tesla. Hat sich inzwischen dramatisch geändert, weil meiner Meinung nach Nissan optisch und auch technisch nicht mehr so richtig nachgelegt hat. Gerade optisch ist der normale Leaf doch relativ brav. Da hätte man wirklich nochmal was tun können, um den attraktiver zu machen. Auch bei den Akkus hat man ein bisschen was getan. Gab ja einen 40 Kilowattstunden Akku beim aktuellen Modell. Inzwischen gibt es auch einen 62 Kilowattstunden Akku. Auch bei der Leistung hat sich was getan. Bisher gab es ja nur, in Anführungsstrichen, nur 150 PS. Inzwischen haben wir auch einen Leaf mit 217 PS. Aber das Auto ist jetzt kein Mega-Hingucker. Und jetzt schauen wir nach Japan. Da gibt es nämlich eine Nismo-Variante davon. Nissan Leaf Nismo. Muss man ehrlich sein, hat sich jetzt technisch nicht viel dran geändert. Es sind die gleichen Akkus, es ist auch die gleiche Leistung. Aber man hat ihn einfach ein bisschen aufgehübscht. Ja, ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen den Nismo-Look reingemacht. Und wir können uns das Auto ja mal anschauen. Ich finde, das hat sich gelohnt. Es ist einfach ein hübscherer Nissan Leaf geworden. So sollte man einen hübscheren Nissan Leaf nicht auch nach Europa bringen. Mazda CX-4. Und jetzt bin ich mir sicher, dass einige stutzen und sagen, ja, Moment, den gibt es doch schon in Deutschland. Jetzt gehen wir mal die Nomenklatur von Mazda durch. Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-3, Mazda CX-5. CX-4 gibt es in Deutschland nicht. Genau, den gibt es nur in China. Ist eine Coupé-Variante vom Mazda CX-5. Aber bevor ich jetzt dazu komme, müssen wir uns mal eine Besonderheit anschauen. Denn Mazda ist in China ein Joint Venture aus ehemals zwei Joint Venture. Und diese Joint Venture Struktur ist für ausländische Autofirmen, die in China Erfolg haben wollen, sehr, sehr wichtig. Das muss man verstehen. Also Mazda besteht aus ehemals FAW Mazda plus Chang'an Mazda, wurde Chang'an Mazda jetzt. Und früher war es so, dass ein ausländischer Autohersteller in China maximal 50% Anteile an einer Autofirma besitzen durfte. Die anderen 50% musste ein chinesischer Hersteller als Joint Venture haben. Und so haben alle großen Automobilfirmen, ob es VW, Mercedes, BMW war, diese Joint Venture Struktur gehabt. Die war nicht immer schön, ja, weil man natürlich das, was man verdient hat, geteilt hat. Die Last wurde aber meist dann doch auf den Schultern der deutschen Firmen gelegt. Und das kann man auch ganz hart sagen, die deutschen Firmen mussten zum Teil dann doch hilflos zuschauen, wenn die Chinesen einfach Know-how abgezogen haben oder Autos auch mal ganz wild kopiert haben. Ich war auf chinesischen Messen, da habe ich Autos von den Joint Venture Partnern der deutschen Hersteller gesehen. Die sahen fast so aus wie die Autos der deutschen Hersteller. Und wenn du die deutschen Hersteller danach befragt hast, haben sie mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, was sollen wir machen? Ja, ist halt ein Riesenautomarkt. Einen Tod musst du sterben. So, und diese Joint-Venture-Struktur, die ist übrigens jetzt aufgehoben worden. Ganz speziell Tesla war die erste Firma, die erlaubt bekommen hat,
zu 100% selbst ihre Firma dort aufzubauen. Und auch bei anderen wird das jetzt gerade aufgebrochen. Okay, bei Mazda ist es besonders kompliziert und jetzt können wir uns nochmal den CX-4 anschauen, denn das ist für mich das Wichtigste. Im Grunde genommen ist das CX-5-Technik. Das ist ein ordentlicher SUV, der auch in Deutschland gut verkauft ist und lecker aussieht, aber ich finde als Coupé-Variante, da sieht er nochmal besonders schnittig aus. Er ist ein bisschen länger geworden, 10 cm länger, gleichen Motoren, da tut sich auch nicht viel. Aber es ist einfach ein echt leckeres Auto geworden und ich könnte mir vorstellen, dass der auf dem europäischen, deutschen Markt gut funktioniert. Schauen wir mal. Subaru WRX-STI. Okay, jetzt werden wieder einige zucken und sagen, wieso? Gibt es doch in Europa? Nee, gibt es nicht mehr. Könnt ihr mal auf die Subaru-Seite gehen? Könnt ihr mal danach suchen? Nee, der ist in Europa gestrichen worden. Da geht es vor allem auch wieder um CO2-Grenzwerte und das finde ich persönlich sehr tragisch. Denn ich habe den WRX-STI immer wahnsinnig gerne gefahren. Grandioses Auto. Was habe ich mit dem Ding schon angestellt? Ich habe für Automotor und Sport nur so nebenbei einen STI, eine Rodelstrecke hochgejagt und ich hatte den Spaß meines Lebens, weil das Auto einfach wunderbar funktioniert hat mit seinem symmetrischen Allradantrieb, mit seinem Boxermotor, der da vorne motiviert gerührt hat und einfach ein kultiges Auto ist, das auch immer die Rallye-Gene mittransportiert hat. Ich habe ihn wirklich immer gemocht. Vielleicht nicht das politisch korrekteste Auto auf dieser Welt, aber ich habe ihn wirklich immer gemocht. Gerade auch in der Kombination in dem Blau und den goldenen Felgen. Goldene Felgen gehen normalerweise gar nicht. In diesem Fall ging das wunderbar. Okay, er ist weg, aber die Amerikaner haben ihn noch in der aktuellen Version mit einem 2,4 Liter Boxermotor mit 275 PS. Und wenn du durch LA fährst, dann wirst du das Auto auch ab und zu mal sehen. Dann drehst du dich neidisch um und denkst, die dürfen den fahren und wir nicht. Ja, hat alles was mit den CO2-Grenzwerten in Europa zu tun. Mag sein. Nichtsdestotrotz, ganz aus der Tiefe meines Auto-Fantums heraus, ich hätte das Auto auch gerne in Europa. BAIC AC Fox Alpha. Man kann sich nicht helfen, das klingt erstmal wie ein Militärcode, ist aber der Name für ein chinesisches SUV. Und BAIC, ihr könnt auch Bike sagen, ist gar nicht mal so klein. Das ist der fünftgrößte chinesische Autoproduzent und das heißt ja in China was. Das ist ja mit Abstand der größte Automarkt der Welt. Und wir schauen uns dieses SUV mal an. Ja, und es sieht gar nicht so unlecker aus, muss man schon sagen. Und wir wissen ja auch, dass es in Deutschland SUV gibt, zum Beispiel von MG oder auch von Aways, die relativ, also in ihrem Rahmen, Erfolg haben. Und wenn man sich die Daten dieses Autos anguckt, dann klingt das auch ziemlich spannend. Es gibt ihn in zwei Akkuvarianten mit 67 Kilowattstunden rund und fast 94 Kilowattstunden. Denn der Chinese will auch Reichweite mit seinen Autos machen. Das ist ihm auch wichtig, aber ist ja auch in Deutschland wichtig. Und dann gibt es auch noch verschiedene Antriebsvarianten. Einmal mit 218 PS oder in neuer Währung 160 kW. Oder eben 320 kW, in Klammern 430 PS, wo man schon ein ziemlich tüchtig motorisiertes Allradauto hat. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie das Auto fährt, aber wenn ich mir angucke, dann muss ich sagen, ja, kann ich mir auf dem deutschen Markt gut vorstellen. Und wie gesagt, andere chinesische SUV haben in Deutschland durchaus schon Erfolg. Und BAIC hat in Deutschland auch schon einen Händler. Schauen wir also mal. VW Atlas. Das klingt schon mächtig und wer sich ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt, der weiß, dass Atlas der Träger des Globus war. Da musste also mächtig was tragen und das Auto soll ja auch mächtig was tragen können. Der ist über 5 Meter lang, ist also wirklich ein richtiges Gefährt. Und wenn du in Amerika davor stehst, sagst du, wow, was für ein Auto. Das Auto gibt es nicht nur in Amerika, es gibt es unter anderem auch in China, dort heißt er Terramont. In Amerika wird er in Chattanooga, Tennessee hergestellt und es ist, kann man ganz klar sagen, ein sehr beliebtes Auto in Amerika. Du siehst ihn sehr, sehr oft. Und wieso wünsche ich mir den jetzt für den deutschen Markt? Na, wenn du ein Auto haben willst mit wirklich sehr viel Platz, ein robustes Auto mit sehr viel Platz von VW, musst du dir entweder einen Tiguan kaufen, ist für manche aber dann trotzdem noch zu klein. Und ja, es gibt Leute, die brauchen große Autos, das ist auch nicht verwerflich. Oder du musst zum Touareg greifen, dann bist du aber gleich im Luxussegment und sehr, sehr teuer. Ja, gut ausgestatteter Touareg, kein Problem, über 100.000 Euro. Und der Atlas wiederum fängt festhalten in Amerika bei 30.000 Dollar an. Und das ist ein Riesenauto, du hast richtig Platz. Und wenn du innen drin guckst, ja, das ist jetzt nicht mega Luxusausstattung, aber damit kann ich wirklich gut leben. Und er ist qualitativ, das kann ich ganz klar sagen, besser als ein ID.3, wobei es auch schwierig ist, den schlechter zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. So, und das Auto gibt es in der Basisversion mit einem 2 Liter Vierzylinder Motor
mit 238 PS geht dann bis fast 300 PS hoch. Es gibt noch eine kleine Geschichte von der Messe in Amerika, als ich das Auto gesehen habe und dachte, wow, der wäre auch was für Deutschland, habe ich gesehen. 4 Jahre Vollgarantie für das Auto. Da habe ich mir einen amerikanischen VW-Mitarbeiter geholt und habe gesagt, hier, guckt euch mal das an. 4 Jahre hier Garantie und in Deutschland speist er die Kunden mit 2 Jahren ab. Ja, ist ein anderer Markt. Können wir so nicht machen. Habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, in Amerika kriegen die 4 Jahre. Wir, also die deutschen VW-Kunden, kriegen nur 2 Jahre Garantie. Auch das sollte von Amerika hierher transferiert werden. Genauso wie der Atlas, weil es nämlich für mich so ein bisschen auch VW-Gene zeigt. Ein Auto, ja, das richtig was kann, schön groß ist und trotzdem noch bezahlbar bleibt. Fast volkstümlich. BYD Han EV. Klingt wie ein typischer Name für ein chinesisches Auto. Und wir schauen uns das Auto mal an und stellen fest, wow, das sieht aber nicht schlecht aus. Der sieht so aus, als hätten die Chinesen das mit dem Design endlich gelernt. Sie würden nicht nur kopieren und manchmal nicht nur cooles Design machen, sondern das sieht lecker aus. Das Problem ist nur, das Design ist von einem Allgäuer gemacht worden, von Wolfgang Egger. Der war früher Chefdesigner bei Alfa Romeo, hat unter anderem den sehr, sehr schönen Alfa Romeo 8C gemacht. Und jetzt hat er eben für BYD, was übrigens Build Your Dreams heißt, dieses Auto entworfen. Und das gibt es seit 2020 auf dem chinesischen Markt. Und es hat schon ein paar ziemlich beeindruckende Daten. Über 600 Kilometer Reichweite zum Teil. Spitzenversion soll in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Das klingt alles richtig gut. Aber die eigentliche Besonderheit ist die Batterietechnologie dieses Autos. Denn sie setzen nicht auf eine klassische Lithium-Ionen-Batterie mit Nickel, Mangan und Kobalt drin, wie es viele machen, sondern sie setzen auf Lithium-Eisenphosphat. Und wer sich jetzt ein bisschen mit Batterien auskennt, der weiß, dass Lithium-Eisenphosphat Vor- und Nachteile hat. Der Nachteil davon ist normalerweise eine relativ schlechte Energiedichte. Also die brauchen viel Platz, um untergebracht zu werden. Vor allem die volumetrische Dichte ist nicht so toll. Und das liegt vor allem daran, dass die Nennspannung der Zelle 3,3 Volt ist und nicht wie bei den anderen Lithium-Ionen-Zellen mal 3,7 Volt. Das sind rund 10% Unterschied. Und das merkt man eben bei der Kapazität. Und es sind eben auch Zellen, die jetzt nicht wahnsinnig stromfest sind. Also da kannst du jetzt keine gigantisch hohen Ströme rausholen. Das merkst du zum Teil dann auch bei der Ladeleistung. Tesla setzt ja inzwischen beim Standard-Range-Modell auch solche Zellen ein. Und da hat man gerade am Anfang auch gemerkt, mit der Ladeleistung ist man natürlich nicht so hoch wie bei den anderen Zellen. Aber sie hat eben auch ein paar ganz klare Vorteile. Sie ist besonders sicher. Deswegen setzen sie auch viele Photovoltaikbesitzer als Heimspeicher ein, weil die kannst im Keller stehen und dann kannst du ruhig schlafen, weil die sind zyklenfest. Selbst wenn du da einen Nagel durchstößt, so ein typischer Test, passiert da nichts. Und das ist natürlich alles von großem Vorteil. Und BYD ist ja nicht nur ein Autohersteller, sondern einer der größten Batteriehersteller der Welt und hat eine sogenannte Blade-Technologie entwickelt, eine Klingentechnologie für die Akkus, wo eben die Zellen nicht üblicherweise so hier in Stabzellenformat oder in prismatisch oder Pouchzellen genutzt werden und dann in Module gepackt werden, sondern die Zellen werden quasi direkt dicht gepackt, so in Plate, in Klingenart, in den Akku hineingesetzt. Und dadurch habe ich auch eine bessere volumetrische Dichte. Und mit dieser Technologie schaffen sie es also auch, relativ große Reichweiten bei solchen Autos rauszuholen. Und man kann nebenbei auch erzählen, dass Tesla an dieser speziellen Lithium-Eisenphosphat-Technologie interessiert ist. Klar, mit ein paar Nachteilen, aber mal ganz ehrlich, das Auto sieht lecker aus, hat eine gute Reichweite, beschleunigt ziemlich beeindruckend in der Spitzenversion, könnte ich mir für Deutschland echt vorstellen. Und jetzt machen wir noch eine Runde Verkaufsfernsehen. Automotor und Sport ist ja mein Verein. Und dann kann ich auch Produkte empfehlen, die wir haben, nämlich diesen Automotor und Sport Katalog. Den habe ich auch zu Hause liegen. Ich nutze den immer wieder, weil es eben praktisch ist, einfach mal hier schnell nachzublättern. Musst du nicht zurecht googeln, hast einen schönen Überblick. Ist wirklich sehr, sehr praktisch auch für meine Arbeit und auch mal zu stöbern. Was gibt es denn so in anderen Ländern? Was sind denn eure Favoriten? Welche Autos davon würdet ihr unbedingt in Deutschland oder in Europa sehen wollen? Schreibt es in die Kommentare. Die Klasse Grimise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation. Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen.
unbedingt angucken, denn das wird gut.